wäre doch nicht das letzte Mal, dass Sie das ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist heute sicherlich ein historischer Tag für viele Menschen. Wir beschließen das Recht auf Eheschließung für Menschen gleichen Geschlechts. Das ist vor allen Dingen aber ein Erfolg des langjährigen Kampfs vieler Aktivistinnen und Aktivisten, die jahrelang außerhalb des Parlaments sich engagiert haben. Ich will denen auch ausdrücklich gratulieren. Wir schaffen ein Stück weit Normalität in unserem Land. Der rechtliche Raum auch für gleichgeschlechtlich liebende Partner wird vollständig geöffnet. Aber, meine Damen und Herren, der Kampf in der Gesellschaft, ist lange nicht vorbei. Der Kampf im Alltag um Gleichstellung. Wir dürfen nicht zulassen, dass weiterhin gleichgeschlechtliche Paare an der einen oder anderen Stelle Angst haben, Hand in Hand durch die Straßen zu gehen. Also lassen Sie uns den Kampf auch nach der Entscheidung heute fortführen. Lieber Thomas Oppermann, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich habe Sie ja selten so gelöst erlebt wie heute. Ich will aber Ihnen schon anmerken, das hätten Sie natürlich die ganzen 4 Jahre haben können. Also wir hätten doch so viel an fortschrittlicher Politik hier im Deutschen Bundestag beschließen und umsetzen können. Das wäre doch wunderbar. Ich will nur eine Anmerkung machen. Wir als Linke werden allerdings nie die CDU-Vorsitzende um Erlaubnis fragen, ob wir fortschrittliche Politik beschließen dürfen. Das werden wir nie machen. Und so, für Sie ist das schade, das kann ich nachvollziehen, aber wir werden es nicht machen. Deswegen lassen Sie mich zum Abschluss eine Bemerkung machen. Heute steht im Übrigen auch nach der Abstimmung nicht die Frage, hat Merkel gewonnen, hat Schulz gewonnen. Ehrlich gesagt, das ist völlig unerheblich in dieser Frage. Das ist völlig unerheblich. Ich bin stolz, dass meine Fraktion da auch einen Beitrag geleistet hat. Es war unser erster Antrag mit der schönen Drucksache Nummer 18-8, der um diese Frage ging. Wie viele andere. Aber ich fordere Sie alle auf, heute für Würde, für Gleichheit und für die Liebe abzustimmen. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Volker Kauder das Wort.